Und damit hallo und herzlich willkommen zur 15. Aufnahme des Starship 2 Let's Plays, wo wir gerade darauf warten, dass wir in der Death-Mission von dem Protoss endlich fertig überrannt werden, damit wir storytechnisch weitermachen können. Wo endlich hier unten alles, ja, mittlerweile fällt auch alles. Wie konnten wir das ahnen? Basis wird angegriffen. Vergebt mir, großer Tassada. Ich war nicht stark genug. Hey, wir haben's geschafft. Ich kehre zurück in die Leere. Es sind einfach zu viele. So, wir haben verloren. Hauptziel erreicht. Und jetzt? So wie ich euch erschuf, so werde ich euch vernichten. Euer Licht ist erloschen. Es ist vorbei. Da jetzt kurz noch das Licht angegangen wäre, der hätte übelst hässlich ausgesehen, hätte ich mich bestimmt sogar noch erschrocken. So, auf normal 750 Gegner mehr. Das hätte man sogar schaffen können, wenn man verteidigt hätte. Aber... So, jetzt geht Storytechnisch endlich weiter. Freund Rayner, ihr seid nun Zeuge der Wahrheit geworden. Es lauert eine bösartige Präsenz in der Leere, die alles zerstören will, das uns am Herzen liegt. Könnte dieser Gefallene ein Xel'Naga sein? Könnten die Götter selbst nach unserer Zerstörung trachten? Nach so langer Zeit? Und Kerrigan, ich kann es kaum glauben. Diese niederträchtige Königin der Klingen soll die Zerstörung all dessen, was wir kennen, verhindern? Raynor, womöglich haltet ihr schon bald Kerrigans Schicksal in Händen. Ich weiß nur eines, sie muss leben. Seid auf der Hut, alter Freund. Die Bluthunde der Leere sind auf der Jagd. So, jetzt wissen wir, warum wir das Ganze erfahren haben. Nur damit ich es mit Rayner es glaubt, dass wir Kerrigan nicht töten dürfen. Das war die wichtige Message. Dafür haben sie mich 2 Stunden lang spielen lassen. Hi, Sunga, auf jetzt auf die Hausmannskost. Wann kommt's hier rein? Die Bubas, Benzin und Bierstuben. Dienstags alles zum halben Preis, selbst unter den gekrönten Hydrahaxen. Dazu gibt's eine Plasmaaufladung gratis umsonst. Bubas Benzin- und Bierstuben, das Zuhause für alle Tracker, die weit weg von daheim sind. So, jetzt klicken wir wieder einmal alles durch wegen der Story. Verdammt, Bruder. Du siehst aus, als konntest du einen Trink gebrauchen. Ich habe die letzte Vision in Zeratuls Kristall gesehen. Ein Blick in die Zukunft. Eine letzte Schlacht gegen die Hybriden. Armageddon. Kerrigan ist irgendwie der Schlüssel, um das zu verhindern. Wer weiß schon, wie sich das Rad des Schicksals dreht. Eines weiß ich aber. Wer die Zukunft sehen kann, sollte besser gut Acht geben. Es ist eine Gabe und ein Fluch. Aber steht sie tatsächlich schon fest? Das ist es, was mich interessiert. Wer weiß das schon? Du hast mal gesagt, jeder will seinen eigenen Weg. Wenn das stimmt, dann lässt sich die Zukunft nicht vorhersagen. Ach ja, sinnloses Zukunftsgelaber. Zukunft lässt sich nie vorhersagen. Oh verdammt, Cowboy, du siehst echt beschissen aus. Hast du schon wieder an dieses Mädchen gedacht? So in der Art.
Ich habe eben erfahren, was passieren könnte, wenn wir es nicht schaffen, sie zu retten. Es bringt nichts, darüber nachzudenken, was passieren könnte, wenn du mich fragst. Sag mir einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. So, hier dürfte auch nichts kommen, genau. Logischerweise. Brücke. Mit dem wir noch quatschen? Sie sehen bestürzt aus, Sir. Stimmt etwas nicht? Serathul nannte es eine Vision der Zukunft. Es war das Ende aller Zeiten, Matt. Armageddon. Mehr Protoss, als wir uns vorstellen können. Aber immer noch nicht genug, um die Hybriden aufzuhalten. Aber was ist mit Kerrigan? Hätte sie sie nicht aufhalten sollen? In dieser Zeitlinie war sie tot. Getötet von uns. Das ist es, was Serathul uns die ganze Zeit mitteilen wollte. Sie muss überleben oder wir alle sind verloren. Schiffsmesse war ich schon. Arsenal war ich auch schon. Also nochmal ins Labor. Das Ding dürfte jetzt fertig sein. Forschungskonsole. Gucken wir mal kurz drauf. Kommt noch was? Ja. Spezialeinheiten gewinnen 100. Okay, nutze jene Schiffe und Fahrzeuge. Regenerieren langsam Lebenstreffer. Das ist doch gut. So, was passiert, wenn ich hier draufklicke? Okay, dann sagst du, dass das mit allen durch ist. Den Zerkern kann ich noch anklicken. Tank, aber der ist uninteressant. So, jetzt. Nur mal so hier im Archiv. Diese Mission habe ich geschafft. Habe sie aber in der falschen Version gespielt. Deswegen habe ich keine Erfolge bekommen. 13 von 25 bin ich. Okay. Weiter geht's in der Sternkarte. Was machen wir? Oh, wir haben ganz viel zur Auswahl. Das war die Dev-Mission. Ja. Neue Vorsum ist reif, Mann. Jeder, der sich jemals gegen Mengs gehoben hat, wird da drin gefangen gehalten. Wenn wir alle Gefangenen freilassen, würdet ihr nicht mal wissen, wie ihm geschieht. Sag mir Bescheid, wenn wir loslegen können. Das ist für Tosch, okay. Scheint, als hätte deine Königin der Klingen rausbekommen, wie uns dafür bezahlt, die ganzen Artefakte einzusammeln. Der Obermotz von Möbius, Dr. Narut, meint, die Zerg greifen das Forschungszentrum auf Tyrador an. Er kann seine Leute nicht evakuieren, bis sie die gesamten Artefaktforschungsunterlagen in Sicherheit gebracht haben. Okay. Die Aufnahmen, die wir im Speicher des Adjutanten gekodiert haben, beweisen, dass Mengsk das Massaker auf Tarsonis befohlen hat. Ich würde sagen, jetzt müssen wir diese Aufnahmen nur noch veröffentlichen. Mira Hahn hat uns einen Tipp gegeben, der von Nutzen sein könnte. Ich mache jetzt mal diesen Storystrang fertig. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Adria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bitte helfen Sie uns. So, diese Mission machen wir jetzt mal. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Ja, wenn die ganzen Freischaltungen jetzt, die ich schon habe, zur Verfügung stehen, dann wird das eine so stinklangweilige Mission, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil dann brauche ich bloß überall Bunker hinstellen und die kriegen das eh nicht mehr auf. Wenn ich dahinter dann noch Panzer stellen kann, was ich nicht glaube, dann ist Polen offen. Eigentlich ist das die erste Mission, die man am Anfang spielt. Ich spiele sie jetzt nach... Ja, ne? Grillen. Gibt's hier oben was Tolles? Riech nach. Ich habe uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Los geht's. Dann sammeln wir einmal das da oben ein.
Zeit für Grillwürstchen. Oh. Verbrannte Erde. Riecht nach Sieg. Los geht's. Ich glaube nicht, dass hier unten irgendwie großartig noch was ist. Wenn, dann habe ich es übersehen. Riecht nach Sieg. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Wie sieht's aus? Ja, ich habe schon alles freigeschaltet. Die automatisierten Raffinerien sind natürlich mega Porno. Muss ich echt mal sagen. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Der erste Konvoi wird demnächst Lark's Crossing verlassen. Wann ist denn demnächst? Könnt ihr mal ein bisschen präziser ausdrücken? BBF bereit. Einsatzbereit. Nur zu. Komm, auf Versorgungsdepot, komm. Mann. Direkt so eine Stressmission oder was? Kann mir nicht vorstellen. BBF bereit. Ja. Nicht genug. Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Los geht's! Wenn ich das rechtzeitig schaffe, das wäre dann ein pures Wunder. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Kriegen wir mal fünf Typen mit. Würde ich sagen. Ist das lebensbedrohlich? BBF bereit. Los! Nicht genügend Mineralien. Oh, hier muss es. Der ist wichtiger. BBF einsatzbereit. Da hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Aber warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. Nicht genügend Mineralien. BBF einsatzbereit. So, ich brauche noch dringend Wohnraum. Wohnraum. Komm, los. Unsere Verbündeten werden angegriffen. BBF bereit. Jetzt haben wir wie viel? Noch 5. Richtig? Mineralien. Genau, noch 5. Jetzt haben wir genug. Perfekt. Und dann brauche ich noch ein BBF mehr. Basis wird angegriffen. Jetzt geht's rund. BBF einsatzbereit. Durchgeladen und entsichert. BBF bereit. Denn hier komme ich. Jawohl. Geht klar. So, ihr 5 lauft jetzt mal schön da rein. Kann's kaum noch erwarten. Genau, da ist das nämlich voll. Und BBF hier haben wir 4. Und dann nehmen wir den noch mehr, der da reinläuft. Und den hier auch noch, der da reinläuft. Da ist das nämlich ganz gut schon mal aufgebaut. Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Wie sollen wir den komplett überwachen? Kacke. Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. BBF bereit. So, der Luft da läuft. Luft dahin. Das Ding ist voll, genau.
Das heißt, ich brauche auch einen noch dort und einen noch hier. BBF einsatzbereit. Ja, schauen, ob dort überhaupt offen ist. Und du baust mir mal nie Fabrik. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Direkt daneben ein Maschinenauto. Okay, das hier ist nicht fertig. Ihr sollt das da oben. Sie können das ja nicht angreifen. Dann kommt ihr mal raus kurz. Bereit machen, Jungs! Geht! Jetzt geht's rund! Was wichtig hat? Ja. Kommt noch was? Wahnsinn! Da sind drei drin. Drei kommen noch. Auf zum Raumhafen! Los, Bewegung! Hiermit bin ich am unzufriedensten, aber das geht jetzt gerade passend. So, genau. Der hier baut dort noch einen hin. Und du hier baut. Das ist dort noch ein. Kann's kaum noch erwarten. Basis wird angegriffen. So, das Maschinendock haben wir, die Fabrik haben wir. Basis wird das Waffenlager brauchen, ne? Ich verbrenne mir hier die Finger. So, jetzt brauche ich hier einfach mal massig produzieren. Worauf soll ich ballern, Sir? Basis wird angegriffen. Los! Genau. Du brauchst mir mal noch eine zweite Kaserne. Das ist eine gute Idee. Jawohl! Jo! Ach, man kann ja noch da weitermachen. So, Versorgungsdepots. Los, ich brauche Wohnraum. Ja. Verstanden? Und jetzt sollt ihr auch verstehen, warum ich gesagt habe, dass es super einfach wird, weil ich kann super schnell Wohnraum bauen. Ich habe die automatisierten Raffinerien mittlerweile. Die Bunker verteidigen sich auch ohne, dass jemand drin ist, jetzt schon ganz gut. Also es ist wirklich alles schon easy peasy. So, das reicht. Hier kommt dran, dass ich zwei auf einmal bauen kann. Was? Achso, das geht da nicht. Wo habe ich den Platz dafür? Dann halt. Ja, direkt darüber. Kann's kaum noch erwarten. So, das sind jetzt fünf, richtig? Bereit machen, Jungs! Genau, die gehen da rein. Upgrade durchgeführt. Los! Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Hier kann ich auch noch das drauf bauen. Zur planetaren Festung ausbauen. Da hat ja auch noch ein Dev-Gebäude oben drauf. Alles easy going. Was habe ich für eine Spielgeschwindigkeit? Habe ich die mittlerweile auf schnell? Hat er sich das gemerkt? Hat er sich gemerkt. Aber schneller ist man ja doch zu schnell. Heigen erschreckt.
So, mein Ziel ist jetzt erstmal, so viele Marines zu produzieren, dass ich alle Bunker besetzen kann. Das ist das erste Ziel. So, das sind drei. Drei reichen nicht für gar nichts. Lasst uns hier nicht zurück! Upgrade durchgeführt. Jetzt geht's schon! Das sind sechs jetzt, ne? Hier komm ich! Genau, ihr setzt euch mal da rein, weil das Ding ist nämlich noch ein bisschen blöd gedeckt. Und ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen Dinger sind. Ich glaube, eins war hier unten und eins war hier oben. Da kommt man von dort rein. Das gucke ich mir gleich an, sobald meine Armee groß genug ist. Wo ich nicht mehr viel Zeit habe. Basis wird angegriffen. Losgeladen und entsichert. Der Konvoi ist in Gefahr. Sind wieder sechs. Auf die Jungs! Basis wird angegriffen. So, noch 2x6, dann haben wir es vollständig. Danach fangen wir an, erstmal, danach bauen wir noch eine Armee auf. 1x6 oder noch 1x6? Die laufen gerade da. Noch 1x6. Basis wird angegriffen. Kann's kaum noch erwarten. Los, los, los! So, das sind wieder sechs, die rennen jetzt da. Sind hier. Da rein. Freu mich schon drauf. So, und jetzt kommen hier raus nur noch Heiler. Und daraus kommen die. Das ist die 1, das ist die 2. Das ist die 2, das ist die 3. Und dann wollen wir fix noch eine kleine Armee aufbauen. Losgeladen und entsichert. Und dann haben wir es fast schon. Also meinst du nicht jetzt, dass ich einmal hier reingehe und hier hinten gucke, was hier ist? Also ich weiß, was da ist, aber ich muss es halt verteidigen. Bekämpft Feuer mit Feuer. Und ich werde dazu auch hier diese ganzen Einheiten mitnehmen wahrscheinlich. Hier komm ich! Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu Ihnen. Meine Jungs! Worauf soll ich ballern, Sir? Jetzt geht's rund! Kommt noch was? Der Doktor ist da. Du hast jetzt mal die Sammelpunkte noch oben. Worauf soll ich ballern, Sir? Ihr Ärzte, leider. So, jetzt kommt ihr hier raus. Ein weiterer Konvoi benötigt Geleitschutz, Commander. Der Doktor ist da. Wird gemacht. Warum nicht? Sicher. Befehle erhalten. Hier komm ich. Positiv. Jawohl. Wo sie hinten noch was? Oh, oh, oh. Roger. Noch was Besonderes? Der Doktor ist da. Immer mit der Ruhe. Leute. Aber sicher. Sind wir. Was wühlst da mehr auf? Und dann gucke ich hier lang und da ist da die tote Hose. In Ordnung. War ja irgendwie zu erwarten. Bingo. Der Doktor ist da. So, ihr sammelt euch jetzt schon mal hier. Upgrade durchgeführt. Alle da, es kann losgehen. So, das ist der vorletzte Konvoi, ja. So, und hier schon mal alle Marines. Da rein. Und der Rest ist jetzt da rein, genau, perfekt. So, und dann geht's hier lang. Marschbereit. Jetzt geht's rund. Die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. Wahnsinn! Hier komm ich!
Da ist das Ding, was ich suchte. Die Zerg greifen den Konvoi an. Auf sie! Und dann haben wir es, weil jetzt brauchen wir bloß noch zweimal den Konvoi verteidigen und das macht er quasi von alleine. Durchgeladen und entsichert. Oh, guck mal, hier kann man hier nochmal mit. Los, los, los! Basis wird angegriffen. Und dann hier unten neu sammeln. Den nächsten Konvoi. Upgrade durchgeführt. Kann's kaum noch erwarten. Schlechte Neuigkeiten? Der Doktor ist da. Was liegt an? Wow, Heigen erschreckt. Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf Sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Na wunderbar. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. Abmarsch bereit! Los, los, los! Der will eigentlich nicht mit, der läuft da mit, weil ich so viele angeklickt habe. Der ich würde sagen, jetzt habe ich auf jeden Fall mal hier Heiler genug. Jetzt brauchen wir. Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen. Und jetzt noch hier welche rein. Da müssen nur eigentlich nur 6 rein. Sind das 6? Das ist ein paar zu viel. Ach, scheiß drauf. Sammeln die gleich woanders. Dass der jetzt hier hinten ist, ist ein bisschen blöd. Egal. Los, los, los! Alles hier sammeln. Kommt noch was? Kann's kaum noch erwarten. Ich glaube nicht, dass das jetzt besondere hohe Schwierigkeitsgrad wird, das letzte Ding dann noch zu deffen, aber ja. Hier komm ich. Ne? Straße auch sicher. Ach, schätze, wir werden es herausfinden. Durchgeladen und entsichert. Jetzt geht's rund. Warum steht hier eigentlich T? Ah, Tech und Reaktor, alles klar. Tech-Labor und Reaktorkern. Dann werden wir noch kurz bevor die Mission zu Ende ist aufhören, so dass wir die Story in diese Mission, diese Aufnahme noch mit reinnehmen und nicht in die nächste erst. Los, los, los! Abmarsch bereit! Da, wie gesagt, gewöhnt euch bei mir dran, dass ich wenig rede, wenn es nichts zu reden gibt. Ich weiß, manche wird das stören. Ich werde das einfach so weiter durchziehen. Und der unten wird es dann endlich spawnen. Cool. Ja, und dann haben wir nämlich die Zeit rum,
der fällt es mir gerade auf. Damit ich jetzt hier nicht die ganze Story noch mit dieser Mission reinnehme, diese Aufnahme, diese Folge, die 15. Tue ich jetzt kurz eine Unterbrechung machen für euch. Es ist übrigens 3 Stunden, die ich am Stück aufnehme. So eine Folge muss ich noch, dann habe ich 7 Stück für StarCraft am Stück aufgenommen und habe bis nächste Woche alles fertig. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten und gebt mir Feedback, was euch gestört hat. Und ansonsten abonniert mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschö.